Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous. Und wie man sehen kann, bin ich an der Stelle, wo ich letztes Mal gestorben bin. Wir versuchen jetzt mal darüber zu jumpen. Oh. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, wie ich gerade sehe. Gut. Puh. Ich bin ein paar Mal gestorben, aber man muss das Timing ein bisschen abwarten. So. Kann ich nichts machen. Den oben kriegen wir doch, oder? Können wir nicht einfach hier so ein... Da. Zack. Ah. 17 von 38. War noch nicht so viel. Wo ist hier hin? Ah. Wo sind wir hier? Ach, guck mal an. Wieder eine feine Abkürzung gefunden. Was ja sehr cool ist, dann können wir da oben direkt zum... Also, hier ist ja, hier kann man ja irgendwo hinbeamen und, wieder hat mir ein netter Zuschauer geschrieben und gesagt, ich sollte hier hingehen und hier nochmal runtergehen, denn dort bekomme ich was wegen den Wurzeln. Und die Frage ist natürlich ein ellenlanger Weg, aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem mal, dass wir uns hier reinbeamen und dann landen wir ja hier oben, können wir da hingehen. Das machen wir. Dann landen wir hier oben zwar. Müssen wir den ganzen Weg nochmal runtergehen. Aber, ja, das müssen wir dann machen einmal. Weil ich würde ganz gern wissen, was man da noch alles mit den Wurzeln machen kann. Von daher ist das nicht so schlecht. Dann nach oben, da hoch, ne? So. Oh, damit ihr wisst, wo ich genau bin, kann ich euch zeigen. Ich bin jetzt hier unten im Aufstieg der Klage und bin hier aus diesem Beam-Portal rausgekommen, was ich genommen habe, da hinten, von ganz hinten, wo wir gekommen sind. Und hier musste sein, weil, wie gesagt, der Kollege sagt, ich sollte mal hier runtergehen. Jetzt sind wir hier unten. Man konnte hier noch runterhüpfen. Oh, schauen wir doch mal. Okay. Okay, warte mal. Opfern. Münzen? Habe ich gegeben, ja. With this gold that melts between my fingers, I reject the riches of my betrothed. Okay, ich habe hier noch was. Zerrissener Brautschleier haben wir auch, ja. With this torn ribbon, I reject this bond with my betrothed. Okay. Und dann hier. I cover my face in mourning for the dead love for my betrothed. Okay. Jetzt? Hey, welche Schönheit. One in silence. Who summons my three voices? Three sisters became as one, thus birthing a grievous miracle called Altus Gracias. This egg conceals something of ours that still remains immaculate. Oh, schön, holt sie sich ihren Kitzelbart was raus. Ei der Deformierung. Haariges Ei entstanden aus der Lasterhaftigkeit. Seine borstige Schale verbirgt unergründliche Möglichkeiten. Ja, sehr gut. So. Das ganze Ei muss jetzt in zu einem Baum gebracht werden. Und der Baum muss ja hier oben irgendwo sein, ne? Hey, wo ist denn das? Müsste der hier sein, ne? Endlosen Dämmerung. Da irgendwo muss das sein. Da muss ja irgendwo dieser Baum sein. Da, wo wir mal gekämpft haben gegen die Tante. Aber es hat uns ja nicht so viel genutzt. Das heißt, ja, ich eier jetzt nochmal da hoch. Und, also ich würde jetzt meinen ganzen Weg nochmal hier hochlaufen. Und dann treffen wir uns gleich wieder, wenn wir hier oben sind. Für euch dauert es noch eine Sekunde. Für mich dauert es etwas länger. Bis gleich. So, da sind wir dann auch angekommen. Hier in der endlosen Wüste da, beim Baum. Und jetzt gucken wir mal. Das Ei der Deformierung opfern wir jetzt da. Okay.
Jetzt? Was ist das denn hier? Das kann ich nicht nehmen, das Ding? Ist auch geil, es liegt auf hier total beschissen da. Okay. Was jetzt nehmen? Ah, guck mal, jetzt geht's. Okay. Pervetas Schutz. Und hier? Kann man auch was nehmen? Ausgerührtes Ei der Deformierung. Okay. Okay. Gut. Ja. Jetzt haben wir natürlich einiges erreicht hier. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, wir sollen nach Alberon das wieder bei diesem Typen abgeben. Dann laufen wir da mal hin. Okay. Ich mache einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder da. Tschüss. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier wieder in Albero und müssen jetzt den Heini finden, wo wir das abgeben können. Und zwar dieses ausgebrütete Ei. Wahrscheinlich der Typ da oben sein. Behaupte ich mal. Der immer irgendwie für alles Hilfe braucht. Wir können erstmal die Olivsamen geben. Merciful, be penitent one. With your ja. Drehen da ab, bitte. Ja. Merciful be. Danke. Merciful be. The miracle is taking us away, one after the other. Could we avoid this fate that is imposed on us from the High Wills? Okay. Was hat er mir denn geschrieben? Hat er geschrieben, ich soll nach Albero zurückgehen und das da abgeben? Mehr nicht. Wo kann man denn noch was abgeben hier? Bei dem Brunnen kann man auch noch was abgeben, ne? Probieren wir mal den Brunnen, ob das funktioniert. Jetzt gehen wir wieder in dieses komische Reich, ne? Erstmal eine Runde Schnittschuh laufen. Okay, hier kann man es abgeben. Machen wir mal. The deformity has opened up. You have been granted 3 knotted tongues, able to grow deep roots that will twist and wring, copying the pain of their 3 mothers. In the name of the High Wills, I bless this relic. Watch over it, for it is now pure and sacred. Okay. Reifert knotete Zungen. Noch mehr? Bring me anything that can. Okay. Okay, also wir haben das hier, Leichenzeuge, Flebrigen. In Gegenwart gequält der Seelen, erzählt es immer noch. Okay, da kann man das die sprechen hören. Konzentrieren, kann ja schon sein. Man kann leider nur 3 Sachen tragen. Okay. Mit denen kann man mit den Toten reden. Das nehmen wir kurz mal raus und rüsten mal das hier aus. Gucken wir mal, was passiert. Müsste das sein, damit man diese Wurzeln, da die da sind, diese wachsen. Ist für uns natürlich super. So, wir reisen jetzt direkt mal zurück. Über das Tor. Zu dem alten, wo wir hin sollten davor. Hier raus. Haben wir irgendwas, was wir lernen können? Nee. So. Jetzt müssen wir zurück
Das ist irgendwie nicht so in der Nähe, ne? Aber hier haben wir ja die Abkürzung. Ja, das war mal was anderes Video heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ups, ich warte kurz hier. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.